Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3 mit mir, dem Endking, und wieder mit dabei. Catania, selbstverständlich. Ja, so, in der letzten Folge sind wir hier bei der Ausgrabungsstätte bei Morasul gewesen und wollen heute mal irgendwie ordentlich Kalisch kloppen oder so. Keine Ahnung, erzähl doch mal, was sollen wir machen? Ja, da ich ein bisschen aus dem Kontext gerissen bin, seit wir den letzten Part beendet haben, muss ich jetzt selber mal kurz überlegen. Also, wir haben ja Ognarok jetzt hier runtergebracht, einen Auftrag für den Kalesch erledigt. Und jetzt haben wir irgendwas vor. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Held richtig hässlich ist? Ist dir schon mal aufgefallen, dass die nicht mit den Augenlidern zucken? Ja, stimmt. Naja, okay, auf jeden Fall. Ich würde jetzt sagen, du gehst. Nee, dreh dich mal um. Rechts? Rechts? Ja, geh links an dem Tempel vorbei. Wieso, wenn, also wenn ich sage rechts, wieso drehst du dich denn ganz um? Hast doch rechts, also. So, geh mal da hoch, diesen Pfad. Ja, jetzt leckt sie ja so ein Shit. Ach ja, schon Was mal. meinst du mit was für einer Internetverbindung, wenn ich das hier sehe? Ach ja, zur Information, ich habe mir jetzt gestern ein neues Headset bestellt, das möglicherweise morgen ankommt, vielleicht auch am Freitag, mal schauen. Und das soll die ultra geilste Quali haben beim Aufnehmen. Und dann ist alles geil. Und naja, ich meine, genau deswegen haben wir jetzt Gothic 3 nicht mehr aufgenommen, beziehungsweise ist das jetzt die Ausrede dafür, dass weil wir keine Zeit hatten. Dass wir einfach auf das Headset warten. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute mal so einen Part, um einen seltsamen Pilz aufzusammeln und mal eben zu sagen, hey, wir nehmen dann mal am Freitag ordentlich was auf mit dem neuen Headset. Weil, psch, psch, genau. Das gerade auch gehört? Ja, schon wieder. Ja. Was ist das denn für ein Shit? Keine Ahnung, woher das kommt. Oh je, na, auf jeden Fall. Was geht denn hier ab? Boah, ist ja viel größer, als ich gedacht habe. Ja, Ey! hier musst du, gibt's eine bestimmte Person, mit der du noch reden solltest. Der ist ja einfach nur Ork hier. Ist ja krass. Normal. Krieger, Krieger. Wunderst dich, dass der Ork heißt? Er ist ja auch einer. Ja, aber heißt nur Ork, nicht Wenn es Speer, ein kein Ork Arschloch gibt, Krieger. dann steht da auch Arschloch drüber. Ein Schmiedehammer, ja, klau ich mir erstmal. Oder auch nicht. Boah. Und wenn jemand dick Boah. ist, dann heißt er auch dick. Boah, der Dicke, ey. Ist der fett, ey. Guck dich mal seine Wampe an, ey. Der hat ordentlich gefressen, ey. Er guckt doch richtig selbstüberzeugt. Ja. Vielleicht noch ordentlich einen Schinken hinterher. Verschwinde. Wir brauchen hier keine dreckigen Söldner. Hä? Was wollen die mit einem dreckigen Dicken? Ich sollte mal ein paar aufs Maul hauen. Was ist deine Aufgabe hier? Ich sollte dir mal ein paar aufs Maul hauen. Was hältst du davon? Versuch's, Dreckskerl. Dann zeig mal, was du drauf hast. Besiege den Dicken, ja, komm her. Dicker, Wie ey. sekundär ist das ja schon? Nur weil er dick ist, hä? Yeah, plus eine Stärke. Ach, und er hat nur Reis dabei? Kein Fleisch? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich hätte auch Erinnerst du dich noch, nichts. irgendeiner der Händler aus Morasul hat dir doch einen Auftrag gegeben, nicht wahr? Ich soll irgendwie Schlüssel holen oder so? Nee, es geht da um etwas anderes. Und du solltest mit dem Dicken drüber reden. Ja, erstmal muss er aufstehen. Ja, vielleicht Komm. hättest du erst ein Geschäft abwickeln sollen, bevor du deinen Nächstes Mal mache ich dich Geschäftspartner fertig. verprügelst. Oh Mann, mach das bloß nicht nochmal. Tja, das hängt ganz von dir ab. Ja, das hängt ganz von dir Was ist ab. jetzt? Laufen die Geschäfte für Fasul wieder oder was? Nein. Was ist deine Aufgabe hier? Was ist deine Aufgabe hier? Ich beaufsichtige die Sklaven bei den Ausgrabungen. Was dagegen? Fasul will, dass die Geschäfte weiterlaufen. Faesul will, dass die Geschäfte weiterlaufen. Ach, will er das? Und warum sollten wir darauf eingehen? Ich werde dir schmerzhafte Dinge antun, wenn du die Geschäfte nicht weiterlaufen Ich werde dir schmerzhafte Dinge antun, wenn du die Geschäfte nicht weiterlaufen lässt. Ja, das glaube ich dir. Beziehungsweise habe ich ja schon. Was ist jetzt? Laufen die Geschäfte für Faesul wieder oder was? Na schön, du hast gewonnen. Die Geschäfte laufen weiter. Alles klar.
Alles klar. Gut, dass er jetzt auch hier orange ist, dass ich ihn jetzt töten könnte sofort eigentlich. Nee, dann müsste er rot sein. Ach, rot ist das und das ist dann... Orange heißt, dass du ihn schon mal gereizt hast. Ah, ach so. Okay. Dann, was geht jetzt? Ah, jetzt müssen wir uns erstmal quer durch die Ruinen kämpfen. Ne. Ich würde am liebsten eine gute Richtung einschlagen, um direkt einen Quest zu finden. Ja. Lass mich mal kurz überlegen. Ein bisschen nach links gucken. Noch etwas. Ach komm, jetzt zieh dich nicht so. Ja, lauf mal geradeaus da rein. Okay. Pass aber auf dunkle Snapper auf. Jetzt ziere dich nicht so. Ah, verdammt nochmal, was ist das? Ich weiß es nicht, von mir kommt es bestimmt nicht. Eine Wanze im System. Ach du Scheiße, Warane. Und das Spiel laggt. Was jetzt? Halte ich etwas geradeaus. Hier müsste irgendwo so ein Lager sein. Ein paar ganz interessanten Kameraden. Ah, oh, Wassermagier wahrscheinlich oder so? Wahrscheinlich könnte sein. Du könntest aber auch ganz falsch liegen. Ja, ist wahrscheinlich so. Ja, ich hätte das nicht als letztes sagen sollen. Oh Mensch, wieso verrätst du mir das denn jetzt? Wieso verrätst du mir das jetzt? Du bist echt... Es ist kein Wassermagier, mein Gott. Ja, okay. Werde ich eben mal hier derben Sandcrawler meucheln. Ist eigentlich schon mal aufgefallen, wie scheiße das Wetter ist? Ist dir aufgefallen, wie scheiße Sandcrawler eigentlich sind? Scheiße, Drecksviecher, ihr könnt einfach nur sterben, außer... wieso habe ich jetzt außer gesagt? Außer ihr seid lieb zu mir. Verdammt nochmal! Dicker Tempelwächter! Wehe, mich greift einer von hinten an. Dann gibt's ordentlich in Arsch. Lass dich bloß nicht stechen. Nein, nein. Ach, du schlägst dich ja ganz gut bisher. Jetzt sei ruhig! Nicht reden! Halt's Maul! Auch ihr Sandcrawler. Verdammte Scheiß-Drecksviecher. Die verdammte Brut. Diese verdammte Brut muss sterben. Sie müssen einfach alle sterben. Das kannst du dir jetzt da unten auch mal angucken. Ah, geil. Wenn du schon so aufräumst. Geil, geil, geil. Da unten in diesem Loch kannst du mal gucken. Ja, natürlich. Sehr wohl. Ein geiler Gargoyle. Und ein Sarkophag. Ja, und eine Schüssel. Nicht öffnen, ist nicht wie bei Risen. Oh. Sarkophagus. Gut, ja. Geh wieder raus und schau dich ein bisschen weiter links rum, aber entferne dich nicht so weit von der vom Stadtberg. Also Stadtberg Morasul meine ich. Stadtberg, was? Ja, Morasul ist doch auf so einem Felsen gebaut. Ah, wenn es möglich ist, lege ich da nicht mit jedem dahergelaufenen. Das kam mir gerade, das habe ich doof angeguckt. Tut mir leid. Und Leute, die dich doof angucken, die passen ja auch nicht in den Kram. Ehrlich? Das ist die müssen halt einfach eliminiert werden. Da hinten ist ein Snapper. Bin ich hier richtig? Das ist kein Problem, der ist nicht aggressiv. Bin ich hier richtig, meine ich. Geh mal hier geradeaus über die Mauer. Aua! Kleiner Mongo. Der dunkle Mongo. Dunkler Mongo, ey. Aua! Nein, nicht mit mir hier. Schnelle Angriffe hier. Das gibt ja gar nicht. Und zapp. Wenn man sich jetzt mal überlegt, mit dieser helle Bade hast du schon zig Milliarden Viecher gemetzelt. Ey, weißt du, was mal eine richtig geile Aufgabe wäre? Alle Monster zählt oder Personen, Lebewesen, die ich mit diesem Teil hier gemeuchelt habe, in dem Let's Play, der kriegt 1 Million Euro. Oh, sei vorsichtig. Nein, sei Quatsch. Vorsichtig, der kriegt einen Bussi von dir, wenn ich dich mal so prostituieren darf.
Ja? Gemacht. Ja. Ja. Wäre ganz plausibel, so als Belohnung für so eine gottverdammte Arbeit. Ja, wo jetzt hin? Na, Mann, es ist echt unübersichtlich. Also, bleib mal, geh mal rechts. Geh wieder auf diesen Felsen der Stadt zu. Mhm. Boah. Ah, jetzt leg dich nicht mit dem Vieh an, komm. Bitte. Dickes Teil, ey. Der raucht auch mal, noch dickere Johnnies, halt ich. Die haben dich komisch angeguckt. Klar. Laufen so hoch, sehen dich, gucken dich an. Klar. So läuft das hier. Alle Viecher gucken mich bekloppt. Du hast jetzt nicht vorgesehen, dass du die ganzen Ruinen hier ausräucherst. Nicht? Ausräuchern? Ja. Ja, was machst du denn? Du räumst ja auf. Aber nicht ausräuchern. Meinst du, meine helle Bade besteht aus Rauch oder was? Was hast du mit deiner Brille gemacht? Ach komm. Ansonsten ist deine helle Bade ein Staubwedel und du machst dir nur mal ein bisschen sauber. So, was soll ich jetzt in den Viech da fertig machen? Nein, musst du nicht. Ach komm. Dann wo lauf lang? Lauf mal da gerade, genau geradeaus jetzt so entlang, da entlang. An dem vorbei. Na, gerade eben standest du so, dass man nur geradeaus laufen muss. Geh links einfach um die Ecke. Hier. Nein. Hier. Nein, geh zum Urvieh, aber geh sofort links. Ach so. Weißt du, ich geh einfach hier der rüber. Der ist nicht aggro, der ist orange, komischerweise. Also solange ich nichts mache? Links. Hier liegen überall Skelette, ich krieg Angst. Weißt du, jetzt greift mich das Viech an wahrscheinlich. Nein, da ist ein Snapper. Da ist eine Fackel, das ist schon mal sehr gut. Ah! Meine Lieben. Muss ich die meucheln oder so, weil die rot sind? Ja. Aua! Vor allem, weil sie dir auch wehtun. Aua, du kleiner Mongo. Echt? Das geht aber gar nicht hier. Er wird ordentlich gemeuchelt. Ich dachte jetzt, das wären irgendwie so Liebe, die mir gerade helfen oder so. Kaffes okay, Wachen. Erinnerst du dich noch, wer das sind? Kaffus Wachen. Kaffu. Hat er irgendwie Kaffee geklaut oder so? Nee, ja, die haben ihm Gold geklaut und sind abgehauen. Ich werde dich töten! Ich werde dich töten! Belia gibt mir Kraft. Weiß ich. Ja. Ich gehe da mal ganz locker vorbei und dann. Ja. Schreib mich da einer an. Ich werde dich töten! Totaler Fanatiker, ey. Ah, die haben auch ein paar bessere Sprüche drauf, das weißt du doch. Ja. Ich spieß dich auf! Ich spieß dich auf, wie ein dünner Spieß. Jetzt gibt's Helden-Kebab. Namenlosen Kebab. Jetzt wirst du sterben! Nicht wirklich. Aua! Du kleiner Mongo, ey! Ey, pass auf, Alter, die sind richtig assi. Bist du Assi oder was, ey? Bleib stehen, du Hund! Selber Hund. Folgt der Mongo, ey. Ja, die Treppe führt ins Nichts. Hilfe! Oh, und frisst den, ja. Keine Ahnung, wer Kaffus Wachen sind. Ja, noch epileptischen Anfall hier. Oder irgendwelche Krämpfe. Also erinnerst du dich noch vor der Stadt, da ist doch ein, dieser eine Wasserhändler, Kaffu, der beschwert sich darüber, dass ihm über ach ja, den seine, wurde. Ach so, ja, genau, stimmt. Hat er noch irgendwie, haben die irgendwelche Sachen bei sich gehabt oder so? Ja, du musst die genau untersuchen, die haben das ganze Gold von ihm. 200 Gold. Helle Bade. Eine Tour haben sie nicht, aber du hast eigentlich alles Wichtige. Gut. Und jetzt? Jetzt ist es an der Zeit, den alten Mesir aufzusuchen. Visier? Mesir, das ist dieser eine Wahrsager, von dem die letzten Part geredet haben. Kannst dich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut dran erinnern. Nö. Er hat eine seltsame Prophezeiung vorausgesagt. Der Adonos-Held wird kommen und dann ist alles gut, oder nee, wie? Nee, ein Mann aus dem Norden wird kommen und den Tempel öffnen und Unheil herbringen. Ja, egal. Ich glaube, das sind wir. Und darum dachten die meisten auch, Orknarok wäre dafür verantwortlich, weil er ja ein Nordmarer ist. So.
Wo geht's denn lang? Gute Frage. Am besten, du gehst jetzt nochmal, drehst dich nochmal um und gehst nochmal Richtung Ork-Lager. Hier? Nee, rechts. Einfach die Straße entlang. Ach so, die Straße entlang, okay. Irgendwo hat er so auch so ein kleines Lager. Hier unten geht's irgendwo rein. Ja, das ist es nicht, aber so ein Loch, nach so einem Loch musst du Ausschau halten. Hallo. Da ist was drin. Steintafel. Cool. Wollen wir die Steintafel lesen? Na, warum nicht? Gut. Wir müssen ja nicht nur unsere Muskeln, sondern auch unser Gehirn trainieren. Sein Geist, bitte. So, wo ist der scheiß Steintafel? Da. Die Tafel ist sehr alt. Oh ja, er schwenkt immer so den Kopf. Ja, ja, verstehe ich nicht. Okay, danke, ciao. Ja, wollte ich gerade sagen. Das sieht irgendwie so auf so... Ah ja, krepiert. Ja, klar. Ja, klar. Sicher. Ja, 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 kenne ich, erkenne ich. Was ist das für ein Scheiß? Genau, warte. Links da hinten durch diese Kolonnaden durch. Hinter dir. Hier? Ja, geh mal da. Kolonnaden? Was sind Kolonnaden? Weiß das nicht. Rechts runter. Da ist eine Fackel. Das sieht viel. Geh mal da hin, wo die Fackel ungefähr ist. Hallo. Ah, das ist komisch. Irgendwo hier könnte er sein. Drecksäcke, ich will hier doch nur hoch. Lauf einmal drumrum. Nein. Du bist wohl nicht sehr erfinderisch, oder? Ich springe halt auf den Baum hier drauf. Ja. So. Achievements gets. Climb on a tree. Ja. Wo geht's jetzt lang? Hier ist irgendwie keiner. Hallo, es nützt mir nichts, wenn du mich so fragst. Ich weiß es doch selber. Hier ist doch gar keiner. Sag mir mal, wo ich bin jetzt. Komm. Halt still, komm. Nicht nochmal runter. Okay. Hinter dir rechts würde ich mal gucken. Okay. Da vorne ist irgendwer im Graben. Am Graben? Sehr gut, das ist er. Eine warte. Yo. Check, Allah, was geht? Wohin des Weges, Fremder? Ich suche hier ein paar Artefakte. Na sowas, Junge. Ich auch. Willst du tauschen? Klar. Lass uns handeln. Schön, freut mich. Ich bin übrigens Messier. Schatzgräber werde ich genannt. Spinner und Schwätzer, sagen sie zu mir. Aber sie sind blind für meinen Reichtum. Bis auf Zuben. Ja, der nicht. Der alte Zuben. Aber ich schwafle schon wieder. Ja, ich glaube schon. Du kennst so, Ramirez, das ist dieser eine Assassine, den du suchen solltest. Der ist spurlos verschwunden. Ich frag erstmal wegen, du kennst Zuben. Ja. Du kennst Zuben? Ja, von früher. Er hatte ein paar wirklich gute Visionen. Aber das ist auch schon wieder 70 Jahre her. Aha. Er ist 80 Jahre alt, oder was? Als er 10 war, hat wahrscheinlich Zuben so ordentlich von Sachen geträumt, die jetzt passieren. Oh, werde ich ein schönes Schloss haben mit vielen Nutten und so, vielen Bitches. Ich suche Ramirez, hast du ihn gesehen? Ramirez, ja. Ja. Weißt du, wo er steckt oder nicht? Ja, ich weiß, wo er ist. Ich kann dich zu ihm bringen. Ich sage dir was, ich bin ein alter Mann. Meine Lebensjahre ziehen vorbei, wie der Wind über die Dünen streicht. Was willst du? Ich will noch einmal die Freuden von Murats Oase genießen. Also, bringe ich dich erst zu Ramirez und dann begleitest du mich zu Murats Oase. Was? Eine Freudenoase, du hast schon richtig gehört. Ordentlich ein Puff hier in der Wüste. Na? No. Erstmal will ich mit ihm handeln. Zeig mal, was du gefunden hast. Oh, eine Karte, cool. Spitzhacke kaufen. Du erinnerst dich ja hoffentlich noch daran, dass du sämtliche Spitzhacken kaufen sollst. Ja. Weswegen auch immer.
Dietriche, immer das übliche Zeug. Ja, bleib mal geschmeidig. Hat er denn nicht hier noch... Hier sind doch noch welche. Ah, da ist eine Hake. Hier ist aber eine Spitzhacke. Ne, eine Schaufel. Dann ist ja alles Quatsch. Dann kann er uns ja mal irgendwie da zu dieser Freundenoase hinbringen oder immer wegen dem Reichtum. Erzähl mir von deinem Reichtum. Ich sehe viele Dinge. Alles, was ich bisher gesehen habe, ist auch eingetreten, mein Sohn. Ein Mann wird kommen aus dem Norden und wird die Wüste mit einem schrecklichen Fluch belegen. Er wird den Tempel von Mor'Azul öffnen und die Toten werden über den Sand der Wüste wandern. Sie werden sich an den Lebenden rächen, dass sie in ihrer ewigen Ruhe gestört wurden. Ach, cool. Wer wird den Tempel öffnen? Ein Mann aus dem Norden. Viele Kämpfer hat er bestritten. Viele bedeutende Dinge hat er getan. Er wird der Entscheider sein zwischen Gut und Böse. Zuerst glaubte ich, der Kämpfer Kirk aus Mor'Azul wäre dieser Mann. Doch nun bin ich mir nicht mehr sicher. Verstehe. Ah ja, okay. Sowieso tot. Ja, okay. Warte. Gut. Bring mich zu Ramirez. Und dann folge mir, Vater der Freuden. Vater der Freuden, was ist los? Wir sollten den Part beenden. Das könnte jetzt eine etwas längere Wanderung werden. Wir sind erst bei 21 Minuten. Na gut, dann laufen wir jetzt. Lass doch wenigstens 25 Minuten machen. Wir können ja immer noch dann speichern. Ich würde dich jetzt dorthin bringen, wo Ramirez kampiert hat. Okay. Lass halt mal ein bisschen laufen und dann können wir mal nach 4 Minuten. Ja, jetzt 4 Minuten noch. Das Wetter ist bestimmt echt mies. Ja, hier ist das Wetter echt mies. Keine Sonne, Sandsturm. Ist doch cool. Ich würde am liebsten jetzt aber so wie Drake bei Uncharted 3 ordentliches Taliban-Tuch tragen. Taliban-Tuch? Was ja, ist das? Ja, Araber-Tücher da. Wir sind da. Er ist dort unten. Es wird eine längere Wanderung sein. Oder sollen wir den Part jetzt beenden? Ah, um Spannung aufzubauen. Cliffhanger. So Cliffhanger, genau. Gut, dann beende ich mal den Part. In der nächsten Folge geht's ordentlich ab mit neuer Micro-Quali. Dasselbe gilt auch dann für Skyrim. Ich glaube, ich werde heute nichts aufnehmen, dass ich das auch mal dann erledigen kann. Ja, ich denke schon, dass bei Uncharted 3 habe ich, glaube ich, auch keinen Part mehr. Nee. Wird alles morgen gemacht, hoffe ich doch mal. Oder übermorgen. Ansonsten, immer schon geschmeidig bleiben. Bin Endgame, wir spielen Gothic 3. Ja, und bleibt dran. Guckt schön unsere Videos. Und, auch gefällt mir, klickt natürlich. Und schön viele Kommentare schreiben. Zur Motivation. Mir fehlt ja... Ich habe wieder Burnout-Syndrom. Also die Symptome zeigen sich wieder. Deswegen freue ich mich für jeden Kommentar. Auf jeden Kommentar so. Okay, tschüssi. Ciao.